Ja, ich meine, genauso hat sich's halt auch angefühlt. So. Ich war eigentlich auch ganz froh, dass es so war, wie es war. Keine großen Gefühle, kein Drama. Nicht so wie bei mir, hä? Remy, was soll denn das jetzt? Du nimmst halt alles immer ziemlich ernst. Du magst es lieber unverbindlich. Bist du eifersüchtig? Schon lange nicht mehr. Eifersucht. Das ist doch nur Selbsthass. Wow, was für eine Erkenntnis. Nur leider ein bisschen spät. Du bist dran. Ich mag nicht mehr. Wie, du magst nicht mehr? Hey, das war der Deal, komm. Lass mich. Ich kann nicht. Sag mal, kenne ich ihn? Dill. Wie machst du das? Was? Dass du immer alles über mich weißt, ist furchtbar. Und? Wie war's mit Dylan? Habt ihr schön gefickt? Es wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn er anders gerochen hätte. Ja, ich meine, er hat nicht gestunken oder so. Ich mochte nur einfach seinen Geruch nicht. Hättest du ihm vielleicht ein bisschen was von meinem Aftershave abgeben sollen? So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht wirklich. Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger, nehme ich an? Ja. Na, dann ist es ja wirklich wichtig. Spar dir deinen Sarkasmus. Und hör endlich auf mit deinen Eifersüchteleien, sonst friert bei mir wirklich alles ein.